Ja, ein herzliches Willkommen zu unserem heutigen Event in der Vortragsreihe Ursprung des Lebens. Inzwischen schon unsere zweite Veranstaltung. Deshalb dazu ein ganz herzliches Willkommen und vielleicht ein Willkommen zurück für diejenigen, die schon beim letzten Mal dabei waren. Ja. Ein herzliches Willkommen. Die Vortragsreihe findet unter dem heutigen Motto statt, dass junge Forschung für jedermann vorgestellt wird. Und das Ganze aus dem Thema Emergence of Life. Das ist eine interdisziplinäre Forschergruppe, die versuchen zu verstehen, wie Leben ursprünglich entstanden ist. Und in dieser Vortragsreihe stellen junge Forscherinnen und Forscher ihre Forschungsarbeit vor und geben uns damit ein bisschen einen Einblick, sodass auch wir versuchen können zu verstehen, wie das ursprüngliche Leben entstanden ist. Deshalb jetzt nochmal ein ganz herzliches Willkommen, auch ja in diesem digitalen, bisschen besonderen Format, wobei man sich so langsam schon dran gewöhnt hat. Und wir begrüßen ganz herzlich natürlich die Mitglieder des Freundeskreises des Deutschen Museums, aber auch unsere Gäste aus dem Bonner Kreis und auch ganz besonders alle, die uns auf YouTube zugeschaltet sind im Livestream. Ein herzliches Willkommen und schön, dass Sie alle da sind. Wir werden am heutigen Tag zwei Vorträge hören, einmal von Beatrice von der Esch und einmal von Joachim Rosenberger. Die Vorträge werden erst in einem durchgeführt und dann gibt es zum jeweiligen Vortrag die Möglichkeit für Fragen. Hier in Google Meets kann man Fragen auch persönlich stellen und gleichzeitig schaue ich hier immer so ein bisschen zur Seite und lese den YouTube-Chat mit. Und wenn es da Fragen gibt, dann werde ich die auch hier an unsere beiden Vortragenden weiterleiten. Und ja, jetzt möchte ich eigentlich gleich loslegen. Jetzt sehe ich gerade, dass die Folien hier ein bisschen durch die Gegend durcheinander geraten sind. Das tut mir leid. Aber dann springen wir gleich rein. Und als erstes wird uns Beatrice von der Esch ihre Arbeit präsentieren. Sie promoviert in theoretischer Computerchemie an der LMU in der Arbeitsgruppe von Professor Dr. Christian Ochsenfeld. Und sie arbeitet an der Aufklärung von verschiedenen Reaktionsmechanismen. Hierbei handelt es sich um Reaktionen, bei denen aus einfachen Molekülen die Bausteine des Lebens entstehen. Und nachdem ich vom Thema noch nichts verstehe und ich hoffe, dass sie es uns gut erklären kann, würde ich das Wort gleich an dich, Beatrice, weitergeben und wir freuen uns auf deinen Vortrag. Ja, vielen Dank. Dann fange ich an. Können Sie alle meine Folien sehen? Ja. Okay, es freut mich sehr, dass Sie heute alle hier sind, weil Sie die Frage beschäftigt, wie das Leben entstanden sein könnte. Das gibt mir die schöne Gelegenheit, Ihnen ein wenig über meinen Fachbereich zu erzählen, über meine allgemeine Vorgehensweise und letztlich auch, welchen Beitrag ich zu dieser Forschungsfrage leisten möchte. Ich promoviere in einem Fachgebiet, das ich selber gar nicht kannte, als ich angefangen habe, Chemie zu studieren, in der theoretischen Chemie. Nun, es ist so, dass wir uns klassischerweise Chemiker so vorstellen, dass sie mit einer Schutzbrille und einem weißen Kittel in einem Labor stehen und umgeben von Bechergläsern Experimente durchführen. Theoretische Chemiker sind ein wenig anders. Wir stehen nicht im Labor, sondern wir führen Computersimulationen durch. Diese Computersimulationen basieren auf komplizierten physikalischen Gleichungen. Die Fragestellungen, die wir mit der theoretischen Chemie bearbeiten können, können ganz verschieden sein. Wir können Projekte haben, die sehr mathematisch sind, sehr physikalisch, viel mit Biologie, Chemie zu tun haben oder auch viel Programmierkenntnisse voraussetzen. Das gefällt mir besonders gut an der theoretischen Chemie, da sie sich dadurch sehr gut für interdisziplinäre Arbeit anbietet. Konkrete Forschungsfragen können zum Beispiel um Materialeigenschaften sich handeln. Das ist besonders interessant beispielsweise bei der Batterieforschung,
Wir können uns auch Wechselwirkungen zwischen Molekülen angucken. Das ist zum Beispiel sehr interessant für die medizinische Forschung oder an uns an der Strukturaufklärung beteiligen. Ich selber beschäftige mich vor allem mit Reaktionsmechanismen. Was ist überhaupt ein Reaktionsmechanismus? Bei einem Reaktionsmechanismus wird beschrieben, wie eine chemische Reaktion abläuft. Bei einer chemischen Reaktion werden ein oder mehrere Stoffe zu einem oder mehreren neuen Stoffen umgewandelt. Nun ist die Frage, was hat das alles mit der Entstehung des Lebens zu tun? Es ist so, dass zu irgendeinem Zeitpunkt aus sehr einfachen, kleinen, anorganischen Molekülen, welche genau das waren, ist noch nicht ganz klar, einfache organische Moleküle sich gebildet haben mussten. Zum Beispiel Alkohole, Säuren oder, wie Sie auch hier sehen, verschiedene Heterozyklen. Ein Heterozyklus ist ein zyklisches Molekül, was aus verschiedenen Elementen besteht. Hier in dem Bild könnt ihr Heterozyklen sehen, bei denen der Kreis aus Kohlenstoff und Stickstoff besteht. Aus diesen einfachen organischen Molekülen mussten dann die Grundbausteine entstanden sein. Die Grundbausteine sind beispielsweise Aminosäuren, Zucker, Fettsäuren oder beispielsweise auch Nukleoside. Was es genau alles ist, ist jetzt momentan nicht wichtig. Diese Grundbausteine können dann kombiniert werden zu verschiedenen Biomolekülen. Wie ihr seht, sind diese dann deutlich größer und deutlich komplexer. Und mithilfe von diesem Biosystem oder aus diesem Biosystem haben sich dann irgendwann mit vielen, vielen Zwischenschritten Lebewesen entwickelt. Ich untersuche jetzt in meinen Forschungsprojekten Übergänge zwischen diesen Ebenen. Konkreter zwischen den einfachen organischen Molekülen und den Grundbausteinen und die Kombination von diesen Grundbausteinen zu den größeren Biomolekülen. Jetzt haben wir ungefähr geklärt, worum es in meinen Forschungsprojekten geht. Als nächstes würde ich gerne besprechen, wie ich vorgehe. Und zwar möchte ich dafür erklären, wie ich Reaktionsmechanismen berechne. Und dafür nehme ich Sie mit auf einen kleinen Ausflug. Stellen wir uns vor, wir planen eine Reise, wir wollen von München nach Venedig wandern. Wir kennen also unseren Start und unser Ziel. Und weil wir eine entspannte Wanderung haben wollen, nehmen wir uns die Karte der Alpen vor und schauen uns an, wo sind die höchsten Gipfel, wo sind die niedrigen Pässe. Und so planen wir unsere Route. Jetzt ist es so, dass wenn wir Reaktionsmechanismen simulieren, wir leider nicht wissen, wie das Gebirge aussieht. Das Gebirge entspricht in unseren Simulationen einer Energiefläche. Nun, wenn wir jetzt diese Wanderung planen würden und wir wüssten nicht, wie das Ergebnis, wie das Gebirge aussieht, müssten wir uns eine andere Taktik überlegen, um unsere Reise zu planen. Wir können keine genaue Wegbeschreibung mehr uns überlegen, sondern wissen nur noch die grobe Himmelsrichtung. Wir wissen, wir wollen immer Richtung Süden, bis wir irgendwann in Venedig ankommen. Aber in den Bergen müssten wir ein bisschen konkreter werden. Und ein Weg, einen geeigneten Pfad zu finden, ist beispielsweise sich zu überlegen, ich nehme immer die Abzweigung, wo die Steigung geringer ist und hoffe, dass ich so die ganz, ganz hohen Berge vermeide. Und genauso machen wir das auch in unseren Simulationen. Wir bewegen uns Schritt für Schritt vom Edukt zum Produkt und versuchen dabei, einen Weg zu wählen, wo die Energie eine geringe Steigung hat. Nun, wenn wir diese Wanderung durchführen würden, ohne vorher unseren Plan über die genaue Route zu machen, sondern die Taktik der geringsten Steigung verfolgen, dann ist natürlich sehr entscheidend, wo wir starten. Wenn wir beispielsweise irgendwo starten, wo wir umgeben sind von Steilwänden, kann es natürlich passieren, dass unsere Wanderung sehr schnell ein Ende findet. Das ist eine der Schwierigkeiten bei der Simulation von Reaktionsmechanismen. Dazu kommen auch noch, dass unsere Fläche nicht wie in diesem Fall zwar die Raumrichtungen hat und die Höhe, sondern sehr viel mehr Dimensionen hat. Für jedes Atom, das dazukommt, kommen dreimal so viele Raumrichtungen dazu. Dreimal so viele Dimensionen. Das heißt, das Problem, das Finden eines Reaktionsmechanismus ist hochkomplex.
Ein weiteres Problem ist, dass manchmal, anders als die Himmelsrichtung, wenn wir von München nach Venedig wollen, die Richtung, in die wir gehen müssen, meistens nicht direkt ersichtlich ist. Es gibt also sehr, sehr viele Schwierigkeiten hier, was es so komplex macht, Reaktionsmechanismen zu berechnen. Kommen wir nochmal zurück zu der Wahl des Startpunktes. Das möchte ich euch nochmal verdeutlichen. Hier könnt ihr ein großes Biomolekül sehen. Das ist hier in hellblau und das ist umgeben von ganz vielen kleinen Dreiecken. Das sind Wassermoleküle. Und in diesem Biomolekül seht ihr in rot markiert die Moleküle, die miteinander reagieren sollen. Die relative Anordnung dieser roten Moleküle entspricht dem Startpunkt, der in unserem Beispiel geografisch wäre. Jetzt ist es so, dass wenn so ein Biomolekül in Wasser ist, dann ist es hochflexibel. Es gibt also ganz, ganz viele verschiedene Anordnungen, die dieses Molekül annehmen kann. Und jetzt ist die Frage, wie finden wir heraus, welches der geeignete Startpunkt für unsere Reaktion ist? Und das ist gar nicht so einfach. Dafür habe ich in meinem ersten Forschungsprojekt im Zuge meiner Promotion zusammen mit zwei Kollegen ein Machine Learning-basiertes Programm entwickelt, was anhand von verschiedenen Atomabständen zwischen den Molekülen, die miteinander reagieren sollen, anhand dieser vorhersagen kann, welche Strukturen sich einigen, also welche Anordnungen geeignet wären, um von dort aus meinen Reaktionsweg zu simulieren. Es ist so, dass ohne dieses Programm nur 9 von 150 Strukturen, die ich ausgewählt habe, geeignet waren. Und von den 10 Vorschlägen, die mir dieses Programm, was wir jetzt nun entwickelt haben, waren bereits 2, also 20% geeignet. Das heißt, die Trefferquote ist um einiges gestiegen. Fassen wir kurz zusammen. Wenn wir eine Reaktion berechnen, dann finden wir heraus, was der Weg von Start zu Ziel ist. In unserer Metapher war das München und Venedig. Wir wissen danach, wie das Gebirge aussieht, also kennen wir auch die genaue Wegbeschreibung. Wir wissen also, wie die Atome sich während der Reaktion umordnen. Außerdem kennen wir im Nachhinein das Höhenprofil, sprich das Energieprofil. Und diese beiden Sachen sind sehr, sehr interessant für unsere Kooperationspartner, die die Experimente im Labor durchführen. Sie können so wissen, wie sie ihre Reaktionsbedingungen optimieren können. Außerdem können wir so verschiedene Reaktionen miteinander vergleichen und zum Beispiel herausfinden, warum es manche Nebenprodukte gibt. Kommen wir nun zurück zu unserem eigentlichen Thema, der Entstehung des Lebens. Wie bereits angedeutet, ist das eine sehr, sehr komplexe Frage und wir schauen uns an, wie bestimmte Bausteine, die wir heute in lebenden Organismen finden, entstanden sein könnten. Ganz essentielle Bausteine sind natürlich die RNA und die DNA. Diese beiden haben ganz ähnliche Untereinheiten, die Nukleotide. Die sind hier links abgebildet. Oben seht ihr das DNA-Nukleotid und unten das RNA-Nukleotid. Und diese Untereinheiten, die sind jetzt immer markiert in Gelb, können kombiniert werden zu einem Einzelstrang, einer Nukleotidkette. Bei DNA ist es so, dass wir meistens einen Doppelstrang bilden. Das sind zwei Einzelstränge, die miteinander interagieren und dann eine Helix formen. Viele von euch haben diese DNA-Helix wahrscheinlich schon mal gesehen. Bei der RNA ist es so, dass sie meistens als Einzelstrang vorliegt. Sie kann aber durch Interaktionen der Nukleotide ganz komplexe Faltungen annehmen. Hier rechts seht ihr ein großes Ribozym. Was es genau ist, wird Joachim Ihnen später noch erklären. In meinem ersten Forschungsthema in diesem Bereich geht es darum, wenn wir so eine Nukleotidkette haben, wie die einzelnen Nukleotide, das hier sind zwei Nukleotide jetzt in einer etwas anderen Darstellung, miteinander verbunden werden können, wie sich diese Phosphodiesterbindung bilden kann. Warum ist das so schwierig? Also heutzutage in unserem Körper ist dafür dieses Enzym zuständig, die RNA-Polymerase. Wie Sie schon allein an der Gestalt sehen können, ist dieses
ein großes Molekül, sehr, sehr komplex und hochspezialisiert. Wir können Enzyme vergleichen in unserer Metapher mit Zügen. Das bedeutet, wir müssen nicht mehr von München nach Venedig wandern, sondern wir können uns einfach in den Zug setzen. Dabei sparen wir als Insassen eine Menge Energie und wir kommen deutlich schneller an. Dieser Zug ist hochspezialisiert und genau für diese Strecke zuständig. Und genauso ist es auch mit diesem Enzym. Die RNA-Polymerase ist genau dafür da, die einzelnen RNA-Nukleotide miteinander zu verbinden. Und wir müssen jetzt herausfinden, wie das Ganze ohne Enzym funktioniert. Genau. Das bringt mich jetzt zu meinem zweiten Thema. Da geht es darum, wie DNA-Nukleoside hergestellt werden können. Ein DNA-Nukleosid sieht so ähnlich aus wie ein Nukleotid, bis auf dass dort eine Gruppe, die Phosphatgruppe, noch fehlt. Es ist also ein bisschen ein kleinerer Baustein. Es ist so, dass von diesem Nukleosid zwei verschiedene Varianten theoretisch existieren könnten. Die zweite sieht ganz, ganz ähnlich aus. Die Gruppen, die an diesem Zuckerring hängen, sind dieselben, allerdings ist die Verknüpfung ein wenig anders. Im linken Bild zeigt die in grün markierte Nukleinbase nach oben und im rechten Bild nach unten. Hier, dort, wo die Verknüpfung stattfindet, das nennt man ein anomeres Zentrum. Und es ist so, dass wir in unserem Körper nur die linke Variante finden. Und nur mit der linken Variante können wir diese DNA-Doppelhelix bilden, die wir alle kennen. Es ist also so, dass wenn wir uns einen Reaktionsweg suchen, der zu DNA-Nukleosiden führen soll, wir nicht nur dieselben Komponenten brauchen, sondern auch diese sterische Anordnung benötigen. In unserem Körper funktioniert das so, das sind hier zwei verschiedene Reaktionswege für zwei verschiedene Klassen an Nukleotiden. Keine Sorge, hier sind die Details vollkommen unwichtig. Das, was ich euch hier zeigen möchte, ist nur, wie viele Züge wir benötigen. Jeder dieser Züge entspricht einem Enzym, der für diesen Stoffwechselweg notwendig ist. Und wie wir bereits gesagt haben oder gesehen haben, sind Enzyme sehr, sehr komplex. Sie haben sich also vermutlich erst später entwickelt. Und was ich daran besonders faszinierend finde, ist, dass manche dieser Reaktionen ohne Enzyme statistisch gesehen nur einmal alle 80 Millionen Jahre ablaufen würden. Wir müssen uns also einen anderen Weg zu den Nukleosiden suchen. Die Frage ist also, erstens mal, von welchen Substanzen können wir starten? Und zweitens, wie soll dieser Reaktionsweg dann genau aussehen? Hierfür arbeite ich zusammen mit einer Gruppe aus der organischen Chemie und die haben sich schon einen Reaktionsmechanismus überlegt. Der ist ganz, ganz einfach. Man benötigt hierfür nur drei Grundsubstanzen. Die erste ist die Kurzschreibweise für verschiedene Nukleinbasen. Das ist ein bisschen abgekürzt geschrieben. Die anderen beiden Substanzen sind auch sehr, sehr klein und deswegen gehen wir davon aus, dass sie früh verfügbar waren. Und das Schöne an dieser Reaktion ist, dass wirklich nur die Variante des Nukleosids gebildet wird, die wir in unserem Körper finden. Perfekt. Und ich schaue mir diese Reaktionen an und auch die ganzen Nebenreaktionen, die Varianten dieser Reaktion. Ich schaue mir an, warum wird das andere nicht gebildet. Und ich möchte euch jetzt zum Abschluss hier noch ein Ergebnis zeigen. Und zwar von diesem letzten Reaktionsschritt. Hierfür habe ich ein kleines Video vorbereitet. Und dieses Video zeigt auch, was so schön ist an der theoretischen Chemie, und zwar, dass wir uns auf Teilchenebene anschauen können, was passiert. So, schauen wir uns das mal an. Hier können wir sehen, wie sich die beiden Reaktanten, die Moleküle, die miteinander reagieren sollen, nähern. Die CC-Bindung wird gebildet und dann die CO-Bindung. Und jetzt, am Ende, relaxiert das Ganze noch. Und fertig ist unser DNA-Nukleosid. Was wir zum Beispiel sehen konnten, ist, dass ein Wasser an dieser Reaktion direkt beteiligt ist. Hiermit sind wir schon am Ende meiner Präsentation. Ich möchte noch kurz die beiden wichtigen Punkte wiederholen. Erstens mal, dass wir uns herausgesucht haben, dass wir uns die Bausteine des Lebens als Zwischenschritt vornehmen, um uns der Frage, wie ist das Leben entstanden, anzunähern. Und als zweites möchte ich euch mitgeben, dass wir durch Computersimulationen ganz einzigartige Einblicke in chemische Systeme bekommen.
Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und ich hoffe, es gibt später noch Fragen. Ja, ganz herzlichen Dank. Ich fand das super anschaulich, vor allem mit dem Bild vom dem Wandern, wie wir von München nach Venedig kommen. Also ganz herzlichen Dank für diese Erklärung und die Darstellung. Jetzt würde ich gerne den Raum für Fragen hier aufmachen. Gleichzeitig noch einmal in YouTube reingeschaut. Wir haben einige Zuschauer auch von weiter weg aus dem Norden von Kalifornien, aus Teneriffa und dann aber auch aus München, aus Berlin. Viele Grüße zurück und schön, dass alle dabei sind. Und ja, wie gesagt, ich würde jetzt gerne die Möglichkeit für Fragen bieten. In Google, wie gesagt, gerne entweder mit Handheben oder auch über den Chat. Und auf YouTube schaue ich parallel auch rein. Wir haben in YouTube, glaube ich, so eine Minute Verzögerung, deshalb wird es da noch kurz brauchen. Deshalb gerne einmal aus Google hier, Meets hier, wenn jemand eine Frage hat. Frau Rojan, ich sehe, Sie heben sogar die reelle Hand und nicht nur die digitale Hand. Ich lebe halt immer noch in der analogen Welt. Ich habe gar keine Frage, sondern ich fand den Vortrag einfach super. Und das möchte ich nochmal persönlich sagen. Unwahrscheinlich anschaulich gemacht, sehr, sehr gut erklärt. Also beeindruckend. Vielen Dank. Ja, vielen Dank. Zurück. Herr Dittler, gerne. Ja. Wenn jetzt keine direkte Frage kommt, dann würde mich natürlich interessieren, Beatrice, aus Ihrer Sicht, welche Fragen sollten wir Nichtkenner der Materie denn stellen, um näher einzutauchen? Wo sollten wir denn den Finger hinlegen? Was ist denn besonders interessant und was sind die nächsten Erkenntnisse, die erwartet werden? Woran wird jetzt aktuell geforscht? Welche Durchbrüche erwarten wir alle? Also so, dass natürlich bei diesem Thema, also der Entstehung des Lebens, gibt es ganz, ganz unterschiedliche Philosophien, auch unter den Forschenden. Und ich glaube, was ganz, ganz wichtig ist, ist, dass wir vor allem divers sind in den Fragen, die wir stellen. Also ich denke, es gibt jetzt gar nicht so die richtigen oder die falschen Fragen. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns nicht zu sehr auf einen Weg jetzt schon festlegen. Und ich denke, dass gerade wenn ich mir das Engagement bei uns in dem Forschungsbereich angucke, dass da auf jeden Fall in nächster Zeit auch interessante Erkenntnisse kommen werden. Darf ich nochmal nachfragen, weil jetzt ja auch die Mars-Proben gesammelt werden und in ein paar Jahren dann wieder auf die Erde kommen. Was könnte dort denn an Bausteinen des Lebens vermutet werden? Und was werden wir vielleicht in, ich glaube 2031 kommen die erst zurück, ne, wenn ich sehe. Also das sind 10 Jahre jetzt, aber was könnte man denn vermuten, welche Erkenntnisse kommen denn aus den Mars-Proben dann zu uns? Also eigentlich haben Sie Ihre Frage so ein bisschen selber beantwortet. Also es ist eben jetzt für uns ganz besonders interessant, welche anorganischen kleinen Moleküle sehen wir dort. Also was könnten quasi Ursprungssubstanzen sein? Und auch finden wir überhaupt und welche organischen Moleküle? Also ich muss sagen, dass ich mich selber mit der Komposition des Marses nicht so sehr auskenne. Aber ich denke, das ist genau eine Sache, die uns vor allem an diesen Proben interessieren wird oder interessiert. Also vielen Dank. Ja, vielen Dank für die Frage. Ich schaue jetzt einmal bei YouTube rein und es kommen erstmal Komplimente, dass es sehr gut verständlich war. Also da auch sehr positive Resonanz. Die erste Frage hier ist, von welchen Umweltbedingungen geht man aktuell für die erste Reaktion aus? Also Druck, Temperatur, pH-Werte etc. Also hier werden immer die Finger in die Unbekannten gelegt. Und zwar ist es so, dass auch hier
sehr, sehr viele Meinungen existieren und sehr, sehr viele Szenarien. Also sowohl wie die Atmosphäre war sie jetzt eher reduzierend oder vielleicht sogar neutral? Und wo könnte das örtlich stattgefunden haben? Also dafür gibt es viele verschiedene Theorien im Eis. Dann gibt es natürlich diese Hydrothermal Vents in der Erdkruste. Also da gibt es so viele verschiedene Theorien zum Teil. Also es gibt ja auch die Theorie, dass die Materialien über Meteoriten auf die Erde gekommen sind. Also genau wissen wir es einfach noch nicht. Also es gibt noch keine Theorie, die wirklich vom Start durchgängig ist bis zu den Lebewesen. Und ich denke, bis wir eine durchgängige, plausible Theorie haben, können wir das noch gar nicht sicher sagen. Ja, vielen Dank. Das macht natürlich die Forschung daran noch viel wichtiger. Und hier eine zweite Frage. Warum gehst du von Wasser als Reaktionsumgebung aus? Oder warum hast du das gewählt und ob das in Annäherung an Blut gewählt ist? Also es ist so, dass natürlich in unserem Körper sehr, sehr viel Wasser ist und das quasi das biologische Lösungsmittel ist. Und deswegen gehen wir vom Wasser auch aus. Aber das könnte man auch in den Simulationen, wenn man von was anderem ausgehen würde, natürlich auch anpassen. Ja, wenn du von Reaktionen, von Simulationen sprichst, das passt perfekt. Die nächste Frage fragt, wie lange braucht so eine numerische Berechnung? Und finden diese auf externen Rechenzentren statt oder lässt sich das noch auf konventionellen Computern berechnen? Also es ist so, dass wenn man das jetzt auf einem kleinen Laptop berechnen möchte, dann kommt man da sehr schnell an die Grenze. Es gibt verschiedene, sag ich mal, Richtungen oder Methoden, die man wählen kann. Also es gibt einmal die quantenmechanischen Berechnungen, die sind sehr, sehr rechenaufwendig, aber auch sehr, sehr genau. Da ist es so, da basiert die Theorie auf der Schrödinger-Gleichung und dann werden Annahmen gemacht, damit man auch mehr Elektronensysteme berechnen kann. Die sind sehr, sehr teuer, sehr, sehr rechenintensiv. Dann gibt es Methoden, die basieren auf Kraftfeldern. Die benutzt man beispielsweise, wenn Sie sich erinnern, an die Simulation von dem großen Biomolekül in der Wasserbox. Dieses Bewegen, bevor die Reaktion stattfindet, das wurde zum Beispiel auf diesem Niveau berechnet. Da ist es so, dass wir viel, viel größere Systeme berechnen können und auch längere Zeitskalen. Als drittes gibt es dann noch Simulationen, bei denen mehrere Atome zusammengefasst werden zu Fragmenten. Das sind dann Coarse-Grain-Simulationen und dazu wird euch Joachim noch ein bisschen was sagen. Es ist so, dass wir unsere Simulationen alle auf einem Rechenzentrum durchführen. Also wir haben unsere eigenen Computer dafür. Super, vielen Dank. Dann schaue ich jetzt nochmal in die Runde, ob es hier noch weitere Fragen gibt. Auf YouTube gibt es aktuell keine. Und ich sehe, das ist auch hier nicht der Fall. Dann sage ich nochmal ganz, ganz herzlichen Dank für diesen super Vortrag. Und würde jetzt damit zum, ja, noch der digitale Applaus. sehr, sehr gerechtfertigt. Und damit würde ich dann weitergehen und zu unserem nächsten Vortrag überleiten. Und zwar von Joachim Rosenberger. Er promoviert in theoretischer Physik an der TUM in der Arbeitsgruppe von Professor Dr. Ulrich Gerland. Und er identifiziert durch Computersimulationen fundamentale Eigenschaften der Replikation, die aus einfachen Reaktionen unter vielen Molekülen emergieren. Und damit kann man dann, wenn es funktioniert, und da wird er uns gleich mehr erzählen, besser verstehen, wie sich DNA replizierte. Und damit gebe ich auch gleich das Wort weiter. Und wir freuen uns auf deinen Vortrag. Danke. Ganze Bildschirm.
Perfekt, das können wir sehen. So, okay, könnt ihr mich sehen? Ja. So, hallo. Also ich bin Joachim Rosenberger. Ich promoviere am Lehrstuhl für Theorie komplexer Biosysteme an der TUM. Und also ich glaube, der Titel meines Vortrags sollte eher sein, wie die RNA sich selbst replizieren lernte. Ich habe da, glaube ich, einen kleinen Fehler drin gehabt. Und der fachlich korrektere Titel wäre wahrscheinlich Selbstorganisation von Informationspolymeren. Und wie Beatrice schon gesagt hat, wir machen auch Simulationen, allerdings auf einem viel gröberen Level. Und erstmal werde ich euch jetzt einen Überblick geben und noch mal eine kleine Einführung geben über über RNA und DNA. Also Beatrice hatte ja schon vorgestellt, was Nukleotide sind. Also erstmal Informationspolymere sind im Grunde RNA oder DNA. Und ich werde mich jetzt aber hier im Folgenden nur auf RNA konzentrieren. RNA, es gibt im biologischen System, gibt es vier verschiedene Nukleotide, also C, U, G und A. Und diese Nukleotide, die können zu Einzelsträngen zusammengefügt werden, wie man hier sieht. Und dann, wenn man einen zweiten Doppelstrang hat, der komplementär ist zum ersten, dann können diese Stränge miteinander hybridisieren und können dann einen Doppelstrang bilden, eine sogenannte Helix. Und diese Helix hier, dieser kleine Ausschnitt, der könnte jetzt Teil von einer größeren Helix sein. Und das ist so eine Darstellung, die man ja wahrscheinlich schon mal gesehen hat oder die man kennt. Und dieser Helix kann man jetzt eine Stabilität zuordnen. Also man kann jetzt hier eine Bindeenergie zuordnen und diese Bindeenergie, die ist prinzipiell von der Länge und von der Sequenz von dieser Helix abhängig. Und ich werde zum Folgenden in meinem Vortrag, werde ich diese ganz einfache Abstraktion benutzen. Ich werde so eine Helix einfach als so zwei Blöcke darstellen. Ja, also das hier, das wäre der ein Einzelstrang und das ist ein zweiter Einzelstrang. Und die sind aufeinander hybridisiert und bilden eben so eine Helix. Und also bevor ich jetzt wirklich anfange, möchte ich euch erstmal eine kleine Motivation geben, wieso wir, also für das, was wir eigentlich machen, ja, also erstmal klar zu machen, wieso wir uns das anschauen, was wir tun. Also erstmal wollte ich vorstellen, was Ribozyme sind. Ribozyme sind funktionale RNA-Komplexe. Also hier rechts, diese Striche, diese schwarzen Linien, die hier aufgetragen sind, das sind RNA-Ketten, also lange RNA-Stränge. Und wenn RNA-Stränge eben sehr lang werden, dann können die wieder aufeinander falten. Und diese Strukturen, diese Komplexe, die können dann funktional sein. Das heißt, dieses Ribozym kann zum Beispiel Nukleotide zusammenfügen. Oder dieses Ribozym kann andere Stränge schneiden oder die zwei Beispiele hier katalysieren irgendwelche anderen chemischen Reaktionen. Ja? Und das ist prinzipiell ein Ribozym. Und das ist jetzt deshalb so wichtig, weil in den 80er Jahren hat man herausgefunden, dass diese Ribozyme oder ein spezielles Ribozym eine sehr wichtige Rolle spielt in allen lebenden Zellen von allen Organismen, die es auf dieser Erde gibt, also vom Bakterium hin zu uns, alle Lebewesen. Und zwar das sogenannte Ribosom, das ist ein Molekülkomplex, der essentiell ist in jeder Zelle, weil er nämlich die Proteine zusammenbaut. Diese Maschinerie, die besteht im Kern aus einem Ribozym. Also es ist hier, habe ich das jetzt mal dargestellt, diese blaue und roten Würste hier. Das stellt das Ribozym dar. Und dieses Ribozym ist das wirklich, das letztendlich den Zusammenbau dieser Proteine katalysiert. Und weil dieses Ribozym in allen Lebewesen letztendlich vorkommt, also auf RNA basierend, bedeutet das letztendlich, dass es extrem alt ist. Also es bedeutet letztendlich, dass der letzte gemeinsame Vorfahre aller Lebewesen auf diesem Planeten oder so ein ähnliches Ding enthalten haben, also auf RNA basierend. Und das hat dann die Leute dazu veranlasst, zu sagen, okay,
RNA kann ja Informationen kodieren, ja, ist, wie schon gesagt, ist ein Informationspolymer. Es kann Strukturen bilden, die katalytisch wirksam sind. Und wir finden auch in bestehenden biologischen Systemen, dass es dort essentielle Aufgaben übernimmt. Also hat wahrscheinlich alles mal mit RNA alleine angefangen. Ohne Proteine, ohne DNA, nur RNA. Und naja, also dann hat man sich, oder ein Postulat dieser RNA-Welttheorie ist dann, naja gut, dann gab es wohl am Anfang so ein Ribozym, das heißt Polymerase, werde ich gleich erklären, was es ist, das sich selbst replizieren konnte. Also so eine, das ist jetzt so eine Polymerase, wie man sie im Labor züchtet, sage ich jetzt mal. Und die bringt schon fähig, dass sie andere Stränge kopiert. Und genau, das wäre dann also so, das wäre cool, weil dann könnte die Stränge kopieren und vielleicht, wenn sie wirklich gut ist, könnte sie sich vielleicht auch selbst kopieren. Das Problem ist aber, also dieses Ribozym hier hat eine Länge von 150 Basenpaaren. Also wenn wir jetzt annehmen würden, dass sich diese Polymerase einfach zufällig zusammensetzt aus diesen Nukleotiden, dann ist es sehr unwahrscheinlich, weil es wie viele Stränge oder Sequenzen der Länge 150 gibt es. Ja? Es gibt 4 hoch 150 verschiedene Stränge der Länge 150, die man bauen kann. Und wenn man alle davon bauen wollen würde, entspräche das einer Masse von 10 hoch 68. Ja, das ist einfach ein Vielfaches der Masse des Universums. Und auch wenn wir sagen würden, naja, okay, vielleicht ein bisschen lang, vielleicht können wir auch, vielleicht tut es auch eine kürzere Polymerase, die fähig ist, andere Stränge zu kopieren. Und ja, vielleicht kann man das auch optimieren. Aber alleine schon ein Strang, alle möglichen Stränge der Länge 78 hätten eine Masse, die der Erdmasse entsprechen würde. Also das ist einfach, soll ein bisschen darstellen, wie dieses kombinatorische Problem sich einfach zu Buche schlägt. Und deswegen müssen wir in kleineren Schritten Richtung einer höheren Komplexität kommen. Also anstatt, dass wir jetzt einfach sagen, okay, wir haben irgendwelche Polymere, die setzen sich zufällig zusammen und dann bilden sie diese Polymerase, müssen wir uns fragen, wie kommen wir denn Schritt für Schritt in diese Richtung? Und also diese Polymerase, wie sie im Labor gezüchtet wird oder wie man sie im Labor findet, ist, man spielt im Grunde Evolution in Zeitraffer ab. Also man setzt einen Selektionsdruck an und dann kopiert man wieder und dann wählt man wieder aus, Selektionsdruck und dann wählt man wieder und kopiert und so weiter. Also man spielt so Evolution im Schnelldurchgang und dadurch kann man dann einfachere Ribozyme hin zu dieser Polymerase entwickeln. Deswegen wäre es cool, wenn man so einen Replikationsprozess hätte, der schon auf kürzeren Strängen beruht oder auf einfacheren Strukturen. Und genau. Und jetzt machen wir mal einen Ausflug auf die präbiotische Erde und nehmen einfach mal an, dass hier in diesem Topf einfach Compartmentalization, RNA, DNA und Metabolismus zusammenkommt und dass sich hier so eine erste Protozelle bildet. Ich will mal an diesem Protozellenbild erklären, wie ich mir vorstellen würde, dass es angefangen haben könnte. Ja, wenn man mal postuliert, dass man so eine Replikation basierend auf kurzen Strängen hat. Also die eben keine komplexe Polymerase brauchen, sondern einfach ein Replikationssystem, das irgendwie auf der Interaktion von kurzen Strängen beruht. Also das ist die Protozelle, das hier, das Grüne hier, wäre ihre Membran. Und außen in Lösung hätte man dann diese kurzen Building Blocks, also Monomere, Dimere, Trimere und so weiter. Die können durch die Membran diffundieren. Und wir hätten diesen Replikationsmechanismus hier. Der könnte dann vielleicht so ein kleines Ribozym bauen, so ein einfaches,
das dann wiederum sich wieder Prozesse katalysiert, die sich auf die Membraneigenschaft auswirken. Ja, also ein Beispiel wäre, das könnte den Zusammenbau von Phospholipiden katalysieren und dann würde die Zelle schneller wachsen. Und schneller wachsen, das wäre natürlich ein Vorteil. Und wenn wir hier so einen Replikationsprozess hätten, könnten wir dann das Ribozym wieder kopieren und dann würde es immer besser werden im Laufe der Generation. Aber das große Problem ist natürlich, also an diesem Bild, das ich hier skizziert habe, ist, also wie bekommt man so einen Replikationsprozess basierend auf kurzen Strängen? Und das ist eine wirklich schwierige Frage und also ich kenne die Antwort natürlich nicht. Aber wenn man diese Frage beantworten möchte, dann muss man irgendwo anfangen. Und also eine konkrete Frage, die man stellen kann, ist, welche emergenten Strukturen können sich aus der Interaktion von kurzen Informationspolymeren bilden? Ja, also das müssen wir erstmal beantworten, bevor wir den nächsten Schritt gehen können. Und genau. Und da wir Physiker sind, also diese Protozelle, so wie ich das hier aufgemalt habe, ist viel zu komplex für uns, damit können wir nichts anfangen. Deswegen abstrahieren wir das jetzt mal. Und das Graue hier, das soll jetzt ein Reaktionsgefäß darstellen. Und da schließen wir jetzt einfach mal eine Umgebung an, in der wir Dimere haben, also kleine Building Blocks. Und diese Dimere, die gehen jetzt in dieses Reaktionsgefäß, die fließen da jetzt ein. Und jetzt lassen wir einfach drei verschiedene einfache Reaktionen zu. Und zwar diese Teile, die können miteinander hybridisieren. Ja, also das wäre dieser Prozess hier, die können zusammengehen, eine Helix formen, die können aber auch wieder aufgehen, also in die andere Richtung. Und wenn sich zwei Stränge auf einem dritten zusammenfügen, so wie das hier unten dargestellt ist, dann können diese zwei Stränge miteinander verbunden werden zu einem. Und das nennt man templierte Ligation. Also was passiert jetzt, wenn wir diese Prozesse laufen lassen? Naja, wir werden längere Komplexe bekommen, komplexere Strukturen, weil diese templierte Ligation, die baut einfach Stränge zusammen. Okay. Und jetzt schließen wir noch einen Ausfluss an. Also wir koppeln es zu einer anderen Umgebung. Und diese Komplexe können jetzt das System auch verlassen, sodass ich dann irgendwann ein Steady State einstellt und sich die Konzentration nicht mehr ändern. Und was ich jetzt noch nicht gesagt habe, ist, was ist denn das Energiemodell, das wir benutzen? Ja, ich hatte vorher mal dieses Delta GB erwähnt, diese Bindeenergie, die quantifiziert, wie stabil diese Stränge sind. Ja, das sagt im Grunde, wie lange bleiben sie zusammen. Und wir haben uns einfach mal das einfachstmögliche, nicht-triviale Energiemodell gewählt und haben gesagt, naja, die Bindeenergie ist einfach proportional zum Überlapp. Ja, das sieht man hier, also hier rechts, das hat jetzt einen Dreier-Überlapp. Und das bedeutet einfach, dass, naja, kurze Stränge mit einem kleinen Überlapp, die sind sehr instabil, die bleiben nur sehr kurz zusammen und umso länger sie werden, umso länger bleiben sie zusammen. Okay. Und das Erste, was wir uns jetzt angeschaut haben, ist jetzt einfach die Stranglängenverteilung. Also wie viele Stränge einer gewissen Länge bekomme ich in meinem System? Und das wollen wir uns anschauen jetzt in Abhängigkeit dieser Ausflussrate hier. Also was erwarten wir? Wenn wir jetzt mit einer großen Ausflussrate anfangen, dann werden diese Stränge im Mittel nur eine sehr kurze Zeit im System bleiben. Und das bedeutet letztendlich, dass sie an sehr wenigen Verlängerungen, an sehr wenigen templierten Ligationen teilnehmen können. Das heißt, wir erwarten für eine große Ausflussrate, dass wir nur kurze Stränge bekommen, weil die haben einfach nicht viel Zeit, um an Verlängerungsprozessen teilzunehmen. Wenn wir jetzt die Ausflussrate kleiner machen und im Extremfall auf Null setzen, also diesen Ausfluss hier wegmachen, dann bleiben die Stränge prinzipiell ja unendlich lange im System. Und naja, dann würden wir unendlich lange Stränge bekommen. Okay, also wie gesagt, wir machen auch Simulationen. Wir haben diesen Reaktor in der stochastischen Simulation implementiert. Und
jetzt können wir einfach mal diese Simulation anwerfen und schauen, wie sich diese Stranglängenverteilung entwickelt. Starten wir also mit einer großen Ausschlussrate und wie gerade erklärt, erwarten wir, dass wir nur kurze Stränge haben und naja, ist auch so, hier ist die Konzentration auf der Y-Achse, auf der X-Achse ist die Stranglänge und das ist ein Log-Log-Plot, also das fällt schneller ab, wie es hier ausschaut, möchte ich sagen, ja. Also mit einer großen Ausschlussrate haben wir nur kurze Stränge. Das Maximale, was wir bekommen, sind Stränge der Länge 18. Und wenn wir jetzt die Ausschlussrate kleiner machen, naja, dann bekommen wir längere Stränge. Erstmal nichts passiert. Und jetzt machen wir die noch kleiner, diese Ausschlussrate. Immer noch längere Stränge, okay. Aber was jetzt passiert ist, wenn wir die Ausschlussrate noch kleiner machen, ist, dass wir so ein Maximum um so ein Minimum im System bekommen. Also wir haben nur diese drei einfachen Reaktionen im System und haben irgendwie so eine emergente Struktur in dieser Längenverteilung, wo sich klar so ein Minimum und Maximum ausbildet. Und dieses Maximum bedeutet letztendlich, dass wir ein System haben, das Stränge einer gewissen charakteristischen Länge produzieren kann. Und wir haben jetzt versucht zu verstehen, oder haben es auch geschafft, ja, was denn, welche Prozesse oder welche Dynamiken denn diese Stranglängenverteilung hervorbringen. Und wie sich herausstellt, bekommt man das Minimum dadurch, dass Duplexe entstehen, die länger zusammenbleiben, die schneller vollständig verlängert werden, die schneller aufgefüllt werden, als dass sie wieder aufgehen. Ja, also hier links unten sieht man, das wäre so ein Duplex und hier können jetzt kleinere Teile, könnten hier sich anbauen und dann bekommt man einen vollständigen Duplex. Und wenn dieser Prozess, dieser Verlängerungsprozess schneller abläuft, wie dass das Ding wieder aufgeht, dann bekommt man hier dieses Minimum. Und diese Stränge, wenn die vollständig zu einem vollständigen Duplex geworden sind, naja, was passiert dann? Dann können sie ja nicht mehr verlängern. Das Einzige, was sie dann machen können, ist, sie gehen wieder auf. Ne? Und die gehen dann wieder auf, suchen sich einen neuen Partner und dann werden sie wieder verlängert. Das ist also ein heterokatalytischer Wachstumsprozess, der da stattfindet. Es gibt auch einen autokatalytischen Anteil, aber den möchte ich jetzt ausblenden. Dieser heterokatalytische Prozess, also dass das aufgefüllt wird, dann geht es wieder auf, es sucht sich einen neuen Partner, es wird wieder aufgefüllt, der führt zu dieser steilen Flanke hier. Und dieser Prozess, der geht so lange, bis zum ersten Mal Duplexe auftauchen, die so stabil sind, dass sie schneller das System verlassen, als dass sie wieder aufgehen. Das heißt, wir können also diese Struktur in dieser Stranglängenverteilung einfach verstehen, indem wir uns die Kompetition von verschiedenen Prozessen anschauen. Und die geben uns dann diese Struktur vor. Genau. Und wir haben dann auch, oder also nicht wir, sondern Patrick Udella hat im Labor von Dieter Braun dann auch Experimente dazu gemacht. Er benutzt keine Dimere, sondern 12 mehr DNA-Sequenzen. Und er sieht auch in seinem Experiment eben diese Struktur in der Längenverteilung, dass er eben dieses Minimum und Maximum bekommen kann. Sein Experiment ist noch ein bisschen komplizierter, weil er muss auch noch die Temperatur cyclen, um das zu bekommen, aber möchte jetzt gar nicht näher drauf eingehen. Aber prinzipiell funktioniert das genau so wie das, was wir simuliert haben. Okay, und jetzt möchte ich noch mal einen Überblick geben, um einzuordnen, wieso wir das gemacht haben. Also ich habe es vorher schon gesagt, ja, wir wollen von einfachen Strukturen hin zu komplexeren Strukturen kommen und das schrittweise. Und das habe ich hier nochmal versucht darzustellen. Also hier links, das wäre hier was Beatrice Vortrag, dass man sich anschaut, wie eben diese Nukleotide sich formen aus so einer Primordial Chemistry. Und dann bekommt man Nukleotide und dann gibt es neuen Prozess und das wäre, naja, dass sie sich eben zufällig zusammenfügen zu etwas längeren Strängen. Und
dann gibt es den nächsten Schritt. Ja, dann werden wieder die hier als Bausteine für den nächsten Schritt, für die nächsten komplexeren Prozesse verwendet. Und das ist das, was wir uns angeschaut haben. Und zwar, wenn die ein bisschen länger sind, dann kann man Prozesse der Hybridisierung und tempierter Ligation. Und unser System bringt jetzt dann erzeugt jetzt Stränge mit einer gewissen charakteristischen Länge. Und das kann man sich jetzt wieder als Baustein für den nächst komplexeren Schritt vorstellen. Und so wollen wir eben Schritt für Schritt Richtung komplexere Systeme gehen, sodass wir eben nicht so einen großen Sprung machen müssen von, okay, ich habe einzelne Nukleotide und dann springe ich direkt in diese komplexe Polymerase, sondern wir müssen versuchen, Schritt für Schritt Richtung einer höheren Komplexität und mehr Funktionalität zu schaffen. Genau, und also das haben wir gemacht. Und die nächste Frage ist natürlich, wo wir auch schon dran sind, habe ich es aber nicht hier vorgestellt, ist natürlich, wie sich das auf den Sequenzraum auswirkt. Ja, also welche Struktur bekomme ich denn durch diese Prozesse, die ich gerade beschrieben habe, in meinem Sequenzraum? Und damit bin ich schon fertig. Das ist die Arbeitsgruppe, in der ich arbeite. Professor Ulrich Gerland, Postdoc Bernhard Altener und mein Kollege Tobias Göppel, mit dem ich zusammen die Simulation entwickelt habe, ich, Jochen Rosenberger. Und möchte nochmal vor allem Bernhard Altener danken, weil er einfach auch die physikalische Intuition hatte, zu sagen, okay, man schaut sich erstmal dieses einfachste Modell an, das dann doch schon so viele Ergebnisse produziert hat. Genau. Damit möchte ich meinen Vortrag beenden. Und bin offen für Fragen. Ja, ganz herzlichen Dank. Und auch an dieser Stelle der digitale Applaus. Und jetzt würde ich auch wieder gerne die Möglichkeit für Fragen eröffnen. Also ich fand auch gerade hier das letzte Bild mit der Einordnung in die Komplexität der Strukturen, wo wir auch den Zusammenhang der beiden Vorträge gesehen haben, nochmal wirklich super hilfreich. Also vielen Dank. Und ja, jetzt haben wir tatsächlich in YouTube schon eine Frage bekommen während des Vortrages und die würde ich jetzt einfach einmal hier vorlesen. Es geht um den Replikationsprozess. Klingt vielleicht dumm, aber von welchem Zeitrahmen sprechen wir bei diesen Abläufen? Auf welchem Zeitraum dieser Replikationsprozess in so einer Protozelle ablaufen muss? Also so wie ich es verstanden habe, ist, wie lange diese einzelnen Replikationsprozesse wirklich in sich brauchen. Also das war jetzt meine Deutung, ich weiß es auch nicht sicher. Also sie müssen schnell genug sein, damit die RNA nicht degradiert. Also es ist einfach immer, das kann man so nicht beantworten. Es kommt auf die, ich denke, es kommt auf die auf die Umgebung an. Also ich meine, wenn man, es kommt auf die Umgebung an, wie viel Zeit man hat, also wie stabil letztendlich diese Komplexe sind, wie aggressiv die Umgebung ist, in der sich das Ganze abspielt. Okay, super, danke. Und eventuell gibt es vielleicht nochmal eine Folgefrage, dann komme ich einfach nochmal drauf zurück. Jetzt gibt es hier in der Runde irgendwelche Fragen. Gerne wieder die Hand heben oder auch hier im Chat. Hier haben wir von Karl Wienand im Chat eine Frage. Ja, okay. Also Patrick. Patrick macht, ich glaube, seine Experimente sind immer 1000 Zyklen. Und ich glaube, ich muss mal kurz auf meine Folie schauen. 1000 Zyklen und jeder Zyklus ist, ich habe es doch hier, jeder Zyklus sind 120 Sekunden. Also 1000 mal 120 Sekunden sind, müsste ich hochrechnen. Okay, aber es kam jetzt gerade nochmal, der die Frage gestellt hat, hat sich bedankt. Als zweites kam noch der Kommentar, dass auch
für diese Person die Frage sehr interessant ist und vielleicht, um eine Hausnummer mal zu nennen, aber du sagst, das bewegt sich dann in 1000 mal 120 Sekunden. Ja, aber Patricks Experimente, muss man dazu sagen, um die Zeitskala zu beschleunigen, benutzt er eine Ligase. Also es ist typischerweise so, dass solche präbiotischen Experimente, dass wenn man jetzt einfach, wenn man präbiotische Chemie verwendet, dann sind die Zeitskalen viel länger und man hat sehr viele Probleme in den Experimenten. Und sozusagen, um diese Systeme nachzustellen, macht man gewisse Vereinfachungen und Patrick benutzt, wie gesagt, eine Ligase, also ein Protein, um diese Ligation hinzubekommen zwischen seinen DNA-Strängen. Super, Dankeschön. Und auch im YouTube-Chat kommt ein Dankeschön von beiden für die Beantwortung. Dann schaue ich jetzt hier nochmal in die Runde, ob es noch weitere Fragen gibt. Nein, ich sehe, das ist nicht der Fall. Dann sage ich wirklich nochmal vielen Dank an euch beide. Also wirklich zwei super spannende Vorträge. Hier einige Daumen und nach oben und einiges Klatschen vor den Kameras. Vielen Dank euch. Und auch vielen Dank an Karl Wienand wieder für die ganze Organisation hinter den Kulissen und auch für den Kontakt hier. Und dann will ich auch noch den Junioren des Freundeskreises danken. Da ist auch viel Arbeit hinter den Kulissen passiert. Und auch Nicole Waldburger, nochmal vielen, vielen Dank für alle Unterstützung. Und ich hatte ja vorher angedeutet, das ist der zweite Termin in der Vortragsreihe. Und ja, wir haben noch weitere Termine. An die Leute auf YouTube kann ich auch nur sagen, auf jeden Fall abonnieren, dann verpasst ihr da nichts. Und für alle anderen einfach auch gerne die Termine schon aufschreiben. Also am 8. April ist das nächste und dann eben monatlich, immer Anfang der Monate, 6. Mai und 10. Juni. Also gerne vormerken. Wir freuen uns, wenn wieder so viele mit dabei sind. Und dann mache ich noch ein bisschen Werbung für den Freundeskreis, der eben unter anderem solche Events ermöglicht, aber natürlich in erster Linie auch für die Förderung des Deutschen Museums hier in München zuständig oder ins Leben gerufen wurde. Also auch hier, wir freuen uns immer über Mitglieder. Man sieht hier rechts oben eingeblendet die Webseite. Sehr, sehr gerne einfach mal einen Besuch abstatten. Und man kann online Mitglied werden. Und hier jetzt auch nochmal eine kurze Linkübersicht. Man kann das ja auch dann pausieren. Und mir wurde auch zugerufen, dass man je nach Entwicklung der Corona-Situation wahrscheinlich nächste Woche wieder real ins Museum gehen darf. Also auch dafür kann ich natürlich nur Werbung machen. Wir freuen uns da immer über viele Besucher oder zumindest so viele Besucher, wie zugelassen sind aktuell. Wir leiden da natürlich auch unter der aktuellen Situation sehr. Und ja, damit nochmal vielen Dank für alle, die dabei waren, an die Vortragenden, an alle auf YouTube. Ich lese jetzt gerade hier noch die letzten Kommentare, also auch hier nochmal der Kommentar, interessante Vorträge und vielen Dank. Hier nochmal, ja, auch der zweite Kommentar, vielen, vielen Dank für die Vorträge. Das kann ich nur so selbst bestätigen. Damit wünsche ich einen schönen Abend und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.